und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer GEMA-Chaco. Und ja, wie ihr wisst, fahren wir hier weiter von Firma zu Firma. Wir sind hier in Kassel. Vertrag habe ich schon angenommen, also eine Ladung. Und ja, mit der Ladung fahren wir jetzt nach Dresden. Sind knapp 430 Kilometer. Ja, wie gesagt, genießt es wieder, so wie immer. Und ja, dann fahren wir mal eine Runde nach Dresden. Einmal in die Ostgefilden von Deutschland. Muss ja auch mal sein, ne? Und ja, dann lassen wir uns die Tour mal gefallen. Biege nach links ab. Mal sehen, was so unterwegs passiert. Viel ist es ja nicht. Biege nach links ab. Ja, da fahren wir jetzt nach links, genau. Wir hätten hier auch geradeaus fahren können, das hätten wir dann auch machen können. Aber egal, das passt schon. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Und ja, dann fahren wir mal Richtung Heimat. Muss ja auch sein, ne? Ich hoffe, dass die Musik und alles soweit passt. Von der Lautstärke, dass es nicht allzu laut ist. Weil es wurde ja das letzte Mal bemängelt, mehr oder weniger, dass die Musik zu laut ist. Aber es ist halt so. Und ich höre auch auf euch. Und dann tut man das natürlich etwas leise drehen. Ich hoffe, das ist nicht allzu leise oder allzu laut. So halt, dass das ein bisschen im Hintergrund läuft. Und ich hoffe, es ist okay für euch. Ja, was liegt so an? Nicht viel. Ich sag, wir haben jetzt eine Strecke von 430 Kilometer vor uns. Ja, und ich hoffe mal, dass wir da gut ankommen, ohne irgendwelche Blessuren. Und ja, dann genießen wir mal die Fahrt, würde ich sagen. Quer rüber oder so, ich weiß nicht. Vielleicht geht es um eine Landstraße oder so. Ja, müssen wir mal sehen. Wir lassen uns mal überraschen, sagen wir mal. Ausfahrt rechts nehmen. Und dann wird es schon passen. So, ja, die Kleine gesagt, wir sollen hier abfahren. Ja, dann machen wir das doch, ne? Biege nach links ab. Ich hoffe, ihr habt soweit bis jetzt eine gute Woche gehabt und es ist nicht zu viel los bei euch. Oder vielleicht habt ihr ja noch Urlaub, dann genießt ihr noch ein bisschen, noch mal ein bisschen schönes Wetter. Mal sehen, wie das demnächst aussieht. Soll ja, glaube ich, wieder kälter werden. Aber es ist ja auch nicht so wild. Wir sind ja hier in Deutschland, sage ich mal, ne? Und der Regen kommt dann halt irgendwann. Ja, man hofft es ja mal, die Erde braucht schon ein bisschen Regen, aber naja, egal, wir schaffen das. So. So, was haben wir denn drauf? Drehgestelle von der Eisenbahn, zwei Stück. Naja, muss halt auch gefahren werden, ne? Von daher. Ja, Kabel ist auch dran, passt. Grüne Welle haben wir auch. Dann machen wir mal jetzt hier losfahren. Ja, na, du bist ja auch so einer. Es war schön fürs Freifahren, frei fahren lassen, aber sowas Umständliches doch, naja.
Naja, mal sehen, was uns jetzt auf die Fahrt, auf der Fahrt natürlich so erwartet. Wenn wir da hinfahren nach Dresden, wie gesagt, das hier ist alles unbekanntes Land für mich. Ja, und dann hoffe ich mal, euch gefällt's. Wir genießen die Fahrt. Und dann wird es schon werden. Ja, wie gesagt, ich bin hier am Ausbauen weiter. Bis jetzt haben wir ja noch nicht viel. Jetzt müssen wir halt mal sehen, was wir machen. Ob wir jetzt doch den Kredit nehmen oder nicht. Da bin ich echt noch am Überlegen. Weil, ich weiß nicht. Ich muss ja auch irgendwie meinen LKW weiter aufbauen. Das muss so sein. Ich brauche jetzt erstmal 180.000, um meine Garage zu erweitern. Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt wieder nach Stuttgart fahre, denke ich, dann werde ich wohl vielleicht den Kredit nehmen. Ich, ehrlich gesagt, ich bin da echt hin und her gerissen. Weil abarbeiten müssen wir den sowieso wieder, also abbezahlen. Plus alleine werde ich das nicht schaffen und mit einem LKW dazu auch nicht. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Keine Ahnung, Jungs und Mädels oder Leute oder. Nimm die Ausfahrt rechts. Wir müssen mal sehen, was wir da machen. Ich habe noch keinen Plan, was ich so mache. Ob das zuerst oder das zuerst, das ist. Weiß es nicht. Irgendwas muss ich mir da noch einfallen lassen. Aber jetzt fahren wir erstmal Richtung Dresden. Was ist das? Also mit den paar PS, die mein Kleiner hier hat, hat er schon ganz schön zu tun mit dem bisschen. Aber das ist halt nun mal so, da kann man nichts machen. Ja, das sieht doch richtig schön aus hier, finde ich. Irgendwie passt es. Sieht doch richtig herrlich aus. Ja, jedenfalls, der LKW wird schon noch ein bisschen aufgebaut. Ach, seht ihr, ich hätte ja hier ich hätte hier tanken fahren können, aber naja, ist zu spät. Müssen wir bloß sehen, dass wir bis zum nächsten tanken kommen. Aber ich denke, das passt schon. Deck muss ich auch mal was probieren, ob das geht. Naja, werden wir sehen.
Egal, das ist ein anderes Thema. So, naja, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr einen schönen Tag hattet oder Woche oder Anfang der Woche oder im Urlaub seid. Wie gesagt, dann genießt das Video. Auch wenn ihr bloß zuschaut oder anschaut, dann könnt ihr auch gerne ein Like da lassen oder ein Abo, würde ich mich sehr freuen, kostet alles nichts. Und ja, wie gesagt, wenn es euch halt Spaß macht, bleibt dabei auf dem Kanal. Und dann verpasst ihr auf alle Fälle nichts mehr. Wie gesagt, hier ist halt vorwiegend ETS angesagt, ATS angesagt und LS, also Farming Simulator. Und ja, wenn es euch gefällt, dann freut es mich. Ich mache das hier alles aus Spaß und nicht irgendwie, dass ich da hier was verdienen will. Ich mache es alles so nebenbei. Da geht ein Haufen Zeit drauf, das ist normal. Aber wie gesagt, ich mache das aus Spaß, mir gefällt es. Und ich hoffe, dass ich mit euren ganzen, wie soll ich sagen, mit euren ganzen Zuschauen und so, dass es euch auch gefällt. Ja, das wäre natürlich super. Und ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen. Vielleicht müsste sich was ändern oder was besser machen. Könnt ihr gerne reinschreiben. Und ich werde das dann versuchen zu machen. Von daher, ja, wird's schon. Ah, die Autobahn hier, die ist ganz schön voll, wie man das so sieht. Hier, schon ganz schön Verkehr. Aber naja, so ist es halt, ne? Ah, da wird halt noch ein bisschen umgebaut hier, der LKW. Und von daher, ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich den noch ein bisschen offen mache. Aber wie gesagt, ich bin, wie gesagt, hin und her gerissen. Wegen dem Kredit. Ich will es eigentlich nicht. Die andere Seite sagt aber, komm, mach das, da kannst du schon nur ein oder zwei Fahrer einstellen. Ja, aber die brauchen ja auch die LKWs. Das kommt ja auch wieder dazu. Klar, ich habe dann Kredit abzuzahlen, das ist kein Thema. Ich meine, das kriegen wir schon hin. Und ja, trotzdem ist das ein bisschen, ich weiß nicht, auf Deutsch gesagt, bescheiden. Ja, aber ich, wie gesagt, ich fahre ja ohne, ich bin jetzt neu, fahre jetzt, ich habe jetzt fast den ganzen Fernverkehr voll. Und ja, fahre ja auch dann noch, wie soll ich sagen, die ganzen Errungenschaften da, die muss ich auch noch alle frei fahren. So viel habe ich ja da noch nicht. Das zieht sich halt noch ein bisschen hin, bis ich alles fertig habe. Ich glaube, ich habe jetzt noch zwei oder drei Fernfahrten auf. Dann habe ich alles an Fernfahrten. Ja, und dann könnte ich auch die ganzen anderen freifahren, wie Just in Time und zerbrechliche Fracht und Donner und Teufel. Bitte links halten. Das muss ich ja dann auch noch machen. Also es fährt ja automatisch frei, ne? Klar. Und da müsst ihr mal halt sehen, das bringt ja auch noch mal wieder alles Prozente. Und wie gesagt, ich fahre das ja alles frei, ich tue nichts cheaten, okay, gar nichts, weil ich mag sowas nicht. Also, und deswegen bin ich auch, weil ich ja nichts cheaten will und alles. Klar, Kredit ist ja kein Cheaten in dem Sinne, das ist ja bloß von der Bank. Und das muss ich halt zurückzahlen und ich sage mal so, 5000 Euro immer zurückzuzahlen, das ist schon eine heftige Zahl, sage ich mal. Ne? Also, und deswegen bin ich so richtig am Zweifeln, was ich mache. Auf eine Art Sache sagt es mir, nein, lass es sein. Auf der anderen Seite sagt es mir aber,
für was hast du den Kredit? Du musst ja weiterkommen. So, vielleicht muss ich jetzt so ein paar Fahrten machen, dass ich, bis ich den Kredit voll habe. Das dauert halt auch ein bisschen. Wie gesagt, ich habe jetzt die ersten 100.000 genommen, dass ich mir einen LKW kaufen kann. Das habe ich ja dann auch mittlerweile jetzt. Und aber so einen ganz neuen da wieder zu kaufen für einen, der bloß rumfährt, das verstehe ich nicht. So, und dann habe ich mir noch überlegt, wenn ich mir jetzt einen neuen LKW kaufe, oder ich brauche zwei auf alle Fälle, einen mit Fahrer und einen nochmal so, dass ich den nehme dann, wenn ich im Multiplayer fahre. Oder ich behalte den, dass ich mit denen hier auch im Multiplayer fahre, aber das will ich irgendwo nicht, weil dann auf eine Art die Kilometer nicht mehr stimmen. So kann ich den einen nur für den Multiplayer nehmen und den anderen nur für Singleplayer spielen, dass es auch ein bisschen einen Unterschied gibt. Aber auf denselben Profil natürlich. Ja, also das würde dann auf denselben Profil sein. Oder ja. Oder ich mache noch ein neues Profil und das nur für Livestreams. Das wäre natürlich auch eine Idee. Da muss ich aber auch erst normal fahren und dann da komme ich ja, ich glaube, solange ich kein LKW habe, komme ich, glaube ich, auch in kein Multiplayer rein, glaube ich, gell? Kann das sein. Ich muss ja erst eine eigene Garage haben, ehe ich da im Multiplayer komme, glaube ich, gell? Ich glaube, sowas ähnliches war es ja gewesen. Und dann denke ich, das wird wohl dann auch so hinauslaufen, dass ich ein LKW nehme nur für Multiplayer. Und den anderen LKW, den ich hier habe, nur als Singleplayer. Aber ich kann auch sagen, ich bleibe auf dem eben Profil, wo ich jetzt fahre, weil ich immer hier Let's Plays mache. Und fahre aber im Multiplayer. Ich weiß das noch nicht. Irgendwas muss ich mir dann noch einfallen lassen, wie ich das mache oder was ich mache, weil ja, ich habe da mehrere Ideen, was ich machen könnte. Könnt ihr ja auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, müssten wir mal sehen, wie wir es machen. Also ich habe, wie gesagt, noch keine richtige Ahnung, wie ich das machen soll oder was ich machen soll. Vielleicht kann mir ja der ein oder andere von euch helfen und mich unterstützen bei der Wahl. Wie gesagt, entweder Multiplayer mit den LKW, den ich jetzt habe, auch mitfahren, beziehungsweise wo ich den fahre jetzt für die Let's Plays, für die Folgen. Oder ein neues Profil anfangen und das Profil nehmen wir nur für LKW, also nur für Multiplayer, für die Aufnahme, also bauen eine Garage, ein neues Profil. Oder was auch noch zustande wäre, das Profil hier behalten, nur einen zweiten LKW kaufen und den anderen umskinnen, also anderen Skin, rechts halten, aber auf dem Profil hier weiterfahren und den als Multiplayer Truck lassen, nur Multiplayer. Die Ausfahrt rechts. Das wäre auch noch eine Idee, was ich machen könnte. Ja, dann müssen wir mal sehen, wie wir das machen oder was ich mache.
Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wie ich mich entscheiden soll. Da bin ich echt noch ein bisschen Biege nach raus, links ab. wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht, was ihr dazu meint. Wie gesagt, das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob das was ist oder nicht. Dann wird man halt sehen. Also habe ich den Gedanken gehabt. Vielleicht hat ja der ein oder andere noch eine andere Idee, was auch nicht schlecht wäre. Dann würde das ja auch passen, ne? Ja, das ist alles ein bisschen einfach als schwer, Dings oder wie auch immer. Man macht sich viel zu viel Gedanken irgendwie, aber auf eine Art ist es okay. Auf der anderen Art ist halt, ich will auch hier weiterkommen. Ja. So, jetzt sind wir ja schon in Dresden, das ging ja auch schnell, ne? Ja, ich weiß nicht, vor allen Dingen wegen dem Kredit, das ist das, was mich am meisten. Weil das hängt ja im Endeffekt alles an dem Kredit, ne? Einerseits ja, andererseits nein. Wie gesagt, das ist noch nicht so in den Tüchern, wie ich das machen könnte. Aber naja, es ist halt so, da müssen wir halt jetzt durch. Von daher. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Genau, hier endet es, hat er gesagt. Das ist auch so ein Ding, was ich hier nicht verstehen kann. Warum das nicht automatisch geht, das habe ich doch alles eingestellt gehabt. So. So, und ja, hier ist er wieder. Wir haben jetzt eingeparkt, sind da. Ich hoffe, es hat euch gefallen ein bisschen, auch die Diskussion. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja gerne einen Kommentar da lassen. Und ja, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann tut doch den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Gamer Chaco. Ciao, ciao.